Duell der Krisenclubs in Westsachsen. Zwickau gegen Ingolstadt, die schlechtesten Drittligateams im Jahr 2023. Beide Trainer unter Druck. Ronny Thielemann ging als Schlusslicht in dieses Spiel. Rino Capretti nach 4 Niederlagen in Serie. Der FC Ingolstadt mit einem beispiellosen Absturz in den letzten Wochen wollte heute endlich die Wende einleiten. Und sie waren besser im Spiel. 26. Minute, Kopacz auf Testrot. Erste dicke Gelegenheit für die Gäste. Johannes Brinkies vereitelt sie. Paco Testrot nach der Niederlage gegen Dresden mit ganz offenen Worten: Es ist eine Katastrophe, was bei uns gerade passiert. Kurz vor der Pause wieder Ingolstadt beim Eckball. Zwickau hat Probleme, den Ball rauszukriegen. Und dann der eingewechselte Butler war für Kopacz gekommen. Der hatte sich womöglich schwerer an der Schulter verletzt. Und Butler fehlen nur Zentimeter zur Führung. Sie wäre verdient gewesen zu diesem Zeitpunkt. Der FSV zwar mit viel Ballbesitz, aber offensiv ohne Durchschlagskraft. 43. Minute. Butzen mit dem Ball auf Jansen. Der lässt Kostli stehen. Seine Flanke und dann Funk. Jansen sucht Baumann, der lauert am zweiten Pfosten. Funks Faust verhindert das Gegentor. Rino Capretti, seine Mannschaft mit den besseren Chancen und sie drehten in Durchgang 2 so richtig auf. Kostli immer wieder mit Offensivdrang auf Schmidt. Erst die Latte, dann Brinkies. Testrot, wieder Brinkies. Riesending für Ingolstadt. Brinkies feiert sich selbst. Kostli mit einem starken Spiel. Tolles Kopfballspiel von Schmidt. Pech mit der Latte und bei Paco Testrot läuft im Moment einfach nichts zusammen. Nur eine Minute später der Eckball und wieder Butler aus der zweiten Reihe. Brinkies herausragend. Chancenwucher des FC Ingolstadt. Wahnsinn, dass es hier noch 0:0 stand. Vom FSV nichts zu sehen offensiv. Bis zur 89. Minute. Göbel mit der Hereingabe. Nochmal Vogt. Wird nicht angegriffen von Kostli. Da ist Ziegele und da ist die Führung für Zwickau aus dem Nichts. Robin Ziegele lässt Zwickau emotional explodieren. Sein erstes Tor für den FSV. Einen besseren Zeitpunkt hätte er sich nicht aussuchen können. Robin Ziegele drückt den Ball rein. Dann Preisinger mit diesem brutalen Foul gegen Jansen. Rot verdächtig, er sah nur gelb, aber es war seine zweite. Ingolstadt in der Nachspielzeit in Unterzahl. Sie wollten alles nach vorne werfen, dementsprechend natürlich Platz für Zwickau. Könnecke auf den eingewechselten Schneider gegen Muslio. Schneider macht alles klar. 90 plus 4. Zweites Tor für Schneider. Der setzt sich durch gegen Muslio. Der war kurzfristig von der nordmazedonischen Nationalmannschaft abgereist. Kommt nicht in den Zweikampf, bekommt den Ball durch die Beine. Ein eminent wichtiger Sieg für den FSV Zwickau. Ja, im ersten Moment bin ich ein bisschen sprachlos, beziehungsweise weiß nicht richtig, was ich sagen soll. Vielleicht bin ich jetzt auch nicht bekannt dafür, Tore zu machen. War jetzt mein erster Treffer, fühlt sich hervorragend an und ich konnte der Mannschaft helfen. Ingolstadt kassiert die 5. Niederlage in Serie, 7 Punkte nur noch auf die Abstiegszone. Das ist jetzt Abschiedskampf, definitiv. Und jetzt müssen wir jetzt gucken, wer nimmt das an, wer kann das annehmen, wer ist mental dazu in der Lage, wer ist bereit. Das gucke ich mir jetzt ganz genau an in der Woche. Rino Capretti vollkommen bedient und natürlich auch angezählt nach nur 4 Punkten aus 9 Spielen unter seiner Führung. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.